So Leute, weiter mit Jugendkind, auf geht's. Wir haben ein Problem, wir werden geplündert, aber andere haben noch größere Probleme. Die sterben nämlich durch unsere Truppen. Plünderung, ja, das war erfolgreich. Und nächste Runde können wir hier vor und einmal plündern. Jetzt geht's noch nicht. Jetzt werden wir hier vorne geplündert, immer noch. 4 Runden lang, das war klar. Da ziehen schon Truppen hin. Wir können um einen Groll bitten. Was? Die haben Nock annektiert, während wir mit 10 waren. Meine Lieblingsstadt. Was ist da ein Nock? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich will die Stadt da nicht haben. Aber ich tue mal so, als würde ich den grollen dafür. Kann nur Vorteile geben bei künftigen Kriegen. No, ach, hier, die hier oben. Ah, wir könnten Quecksilber kaufen. Das ist aber sehr teuer. Machen wir mal nicht. Bin ich noch zu geizig für. Wir haben gerade mal 6.500 auf der Rundkante. Das regeln wir mal demnächst anders. So, mit innen wollten wir flüchten. Einmal zurück. Hi, René. Na? Ja, ob... Das ist Querfox fragt, ob der Anführer der Barbaren ein gewisser Barbarossa sei. Nein. Auf gar keinen Fall. Das ist der Anführer der Rote Bärtigen. Eine Armee hat noch nichts zu tun. Hier ziehen andere hin und her. Das ist die. Sollte mit der nochmal. Die wollten wir, glaube ich, nach links schon mal rüberschicken auf Vorrat, ne? Naja. Wie kommt man schnell nach links? So. Und eine Runde weiter. Was ist hier passiert? Hilfsbedürftig. Danke, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch und deinen Leuten. Thiel Brucker, der wohlwollende Pazifist. Also mit dem verstehen wir uns echt gut. Also wäre der nicht so... Er ist echt lieb und nett. Ich könnte mir sogar vorstellen, eine Allianz mal mit ihm zu haben. Einziges Problem... Seine hilflosen, wohlwollenden Truppen und sein Reich liegt ja direkt neben uns. Klar, als Allianzpartner könnten wir mit Sonderrabatt seinen Luxusgüter bekommen. Würden wir ihn im Krieg unterwerfen und wäre unser Vasall, dann könnten wir seine Güter sogar für lau bekommen und uns seine Dienste auch versichern. Wir könnten Karten teilen. Wir haben schon mit fast allen Karten geteilt. Wir können die. Wir lassen einmal alle so, wie es ist. Eine Runde weiter, Leute. Bald ist das Weltwunder fertig. Notre Dame. Ja. An impressive achievement built at a time when scientific inquiry and growing faith marched hand in hand. Gerade gebaut. Rechts unten zu sehen. Die Pyramiden von von Gizeh. Entschuldigung, ich dachte, das wäre. Die Pyramiden von Gizeh seien von WB, aber da ist bei mir irgendwie was durcheinander geraten. Direkt daneben Notre Dame. Wer kennt das nicht? Auch das historisch, das echte Notre Dame, bekanntlich in Paris. Was ist in Paris in diesem tollen Museum, wo mir gerade der Name nicht mehr von einfällt? Da sind auch so Pyramiden drin. Also irgendwie passt das alles. Ne? Pyramiden auch in Paris, gar kein Ding. Wie heißt das nochmal, wo die Mona Lisa ist? Mir fällt es gerade nicht ein. Louvre, Le Louvre. Vielen Dank an Le Square Fox. Im Louvre gibt es Pyramiden, also und Notre Dame steht auch in Paris. Leute, das passt hier. Das passt alles allerbestens. Ein Bürgerpunkt mehr in Carfopolis. Jetzt können wir auch in allen Städten mal alles umstellen. Wer kann das neue Weltwunder noch gar nicht claimen hier? Angkor Wat wollen wir als nächstes claimen mit 2050. Ein Pluspunkten. Beinahe in einer Runde. In 1,1 Runden etwa. Also in 2. Das wollen wir dann haben. Das holen wir uns. Eine Schlacht. Der greift uns schon wieder an hier. Diesmal greift uns ein Burgenschütze an. 18er Gesundheit. Und das heißt ein Malus auf die Kampfkraft bei der Verteidigung gegen Nahkampfangriffe, aber er hat den ersten Angriff. Boah, jetzt sieht man das Terrain nicht so gut. Vielleicht würden wir sogar überleben. Wenn wir es geschickt ausspielen, ich bin mir nicht sicher.
kann leider nicht erkennen, ob hier Höhenunterschiede sind. Mit Höhenunterschieden Vorteil, wenn er sich... Es kommt drauf an. Rückzug, Männer, Rückzug! Rettet eure Leben, aber nicht mein Stolz. Was tut man nicht alles für seine treuen Männer, die ihr Leben in die eigenen Hände gelegt haben. Man ich springe über meinen Schatten. Ich sage, mein Stolz ist nicht so wichtig wie deren Leben. Ich erkenne mich kaum wieder. Bin ich das wirklich selber? Ich kneife mich mal. Ich bin es nicht wirklich selber. Das tut nicht weh. Tut nicht weh. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Rückzug hier vorne. Neuer Groll verfügbar, weil wir überfallen geworden sind. Können wir demnächst mal machen und demnächst mal jammern hier. Bei uns war das Plündern erfolgreich. Yeah. Wir haben jetzt hier vorne. So, wir wollten hier oben zu denen hier hin. Und wir wollten hier nochmal plündern. Hier ist der, ja, hier geht jetzt noch deutlich runter der Religionsdruck. Die heilige Stätte plündern wir als nächstes. Es ist die Frage, hier geht auch die Stabilität gleichzeitig runter. Noch geht's aber. Wir bauen schon mal ein paar Batailles, um mehr Einflusspunkte zu bekommen, ja? Eisenmine. Wie viel Eisen haben wir denn schon? Null. Wollen wir irgendwelche Einheiten mit Eisen bauen? Ich glaube aktuell noch keine. Haben wir null Eisen? Ach, wir importieren vielleicht Eisen. Ich baue mal schnell eine auf Vorrat. Schaut mal hier unten. Die können wir Gott sei Dank anheuern. Aber die brauchen wir auch nicht unbedingt, so stark sind die nicht. Das ist einmal Sparta. Da machen wir als nächstes noch einen Bataille an für noch mehr Einfluss und mehr Stabilität. Dadurch gäbe es 58. 58 Nahrung mehr, weil wir so flussreich sind. Wäre zwei Drittel von unserem üblichen Produktionsertrag, sollten wir mal schnell machen. Dann reicht es wahrscheinlich immer noch, um einen Bataille anzubauen hier. Gibt auch Stabilität. Da ist schon ein Bataille vom Nebengebiet hier. Ist eigentlich egal, wo man das baut. Die Erträge, die ja drunter sind, die werden nicht genutzt. Also ich finde das okay, Spacht, diese beiden Gebiete miteinander zu verschmelzen. Dann haben die eine gemeinsame Stadtmauer. Das heißt, in die Richtung rüber zu bauen, ist auf jeden Fall in unserem Vorteil. Einmal hier hin. Dann ist er schon mal angebaut. Ja. In Korinth haben wir auch gerade geholfen, das Weltwunder weitergebauen. Das sind alles Sachen, die wir im Augenblick zurückstellen hier. Andere Weltwunder, die anderen für uns geklämt haben. Koloss von Rhodos fände ich cool, den zu bauen. Sollte uns auch reichlich Vorteile geben, also auch Ruhm bringen zum Beispiel. Stabilität und so weiter brauchen wir aber nicht kurzfristig. Ich will erstmal. Ach so, die Bataille haben wir schon überall. Einmal Korinth. Überschuss von 41 Bataille ist schon gebaut. Haben wir eine riskante Lage? Eigentlich nicht. Wir brauchen nicht unbedingt Steinmauern. Industrie mehr bringt fast nichts. 8 Nahrung mehr hier. Ist ein Bürger eben verschwunden, genau. Das hatten wir jetzt mit dem Tierstall ausgeglichen. Theater wäre gebaut in 3-4 Runden, bringt gering noch mehr Stabilität hier unten. Brauchen wir eigentlich derzeit nicht. Korinth ist so ein Fall für Eingemeindung von einer anderen Stadt, eventuell sogar. Oder noch einen Außenposten daneben. Am besten brauchen wir noch mehr Produktion, Schmiedeviertel irgendwo hin. Ach Moment, wir holen uns ja nachher die Mogulen. Wir müssen uns überlegen, was die für Spezialdistrikte haben. Dass wir da nicht einen coolen Platz wegnehmen. Yama Majid, ich spreche das mal so aus. Ich habe Mogulisch damals ja
gehabt in meinem Musikunterricht in der zweiten Klasse Grundschule. Da haben wir Mogulisch, so heißt die Sprache der Mogulen, singen gelernt im Musikunterricht. Hatte ich einen Leistungskurs, hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil es war, wie gesagt, im Musikunterricht und ich habe mein Wissen aus der Zeit danach mit den Notenschlüsseln versehentlich verschlossen und kriege das nicht mal aufgesperrt, weil ich keinen passenden Notenschlüssel mehr habe. Insofern kann ich das jetzt leider nicht berichten hier. Also die Mogulen hier, 3 Industrie pro Schmiedeviertel angrenzend, ja, da müssen wir gucken, da brauchen wir zentrale Plätze für. Das heißt hier vorne, hier, der potenziell Beste für ein Schmiedeviertel könnte auch einer für uns sein hier. Hier und dann einen danach, hier einen da oben hin. Das ist ein Marktviertel, das ist ein Bataille, das ist ein Bataille. Wir könnten auch hier runter bauen und hier nachher einen solchen Spezialdistrikt reinsetzen. Ich würde den von denen vielleicht eher hier hinsetzen. Nee, doch, der käme doch hier hin, ne? Dann würden wir mit einem hier runter gehen, mit einem nach links. Das ist leider der typische Platz für die anderen Distrikte. Aber wenn wir nachher hier einen hinsetzen, könnten wir schon mal einen hier hinsetzen. Das ginge schon mal. Das wäre möglich. Das hier neben den beiden Luxusressourcen ist potenziell sogar, falls wir mal Geldprobleme hätten, ein Platz für ein Marktviertel. Weil Marktviertel neben solchen Luxusressourcen hohe Erträge bringen, aber bei uns ist ja alles ganz gut. Wie arbeiten die anderen Städte? Assur, Eisenmine, dann die Kupfermine. Dann sollten wir auch hier Batais langsam mal bauen. Bauen wir einen an. Zwei kann man hier noch setzen. Die geben ihre extra Erträge, ihre extra Einflusserträge erst dann, wenn die Stadt ruhig ist. Das heißt ab 91% Stabilität. Im Augenblick in 5er Schritten geht es besser. Also frühestens 6 Runden greift das auch, aber bauen kann man die trotzdem. Stabilität ist bei 67+. Wir könnten auch mit einem Schmiedeviertel hier schon mal nachhelfen, aber das ist genau wie nachher. Wir müssen nachher sowieso Schmiedeviertel noch hinsetzen, sobald die Mogulen kommen. 2 ist nicht viel. 16 Industrie dadurch nur eine. Ich könnte mir auch hier vorstellen, dass wir das so machen, dass wir schon mal überlegen, wo wir nachher die Distrikte hinsetzen mit den Mogulen. Also wenn wir zum Beispiel nachher sagen, das wäre ein toller Platz für so ein Distrikt, da könnten wir hier anbauen. Mit einem Schmiedeviertel. Ach, ich mach das mal. Wir bauen die Batailles schon mal. Hier die beiden. Nee, da vorne ist die Stadt. Das ist doof. Hier geht's, hier wird runter gebaut. Da werden wir niemals eine gemeinsame Stadtmauer hinbekommen. Das wird niemals klappen. Auch hier wäre ein Platz für einen mogulischen Spezialdistrikt. Der könnte hier hingesetzt werden. Da könnten die zusammenbauen hier. Das wäre eine Option. Forschungsviertel setzen wir gerne neben strategische Ressourcen. Da geben die ja besonders gute Erträge. Hier ist vor allem noch eine strategische Ressource. Auch wenn die dann nicht bebaut werden kann, wenn man nicht weiß, was es ist. Das gibt hier richtig gute Erträge hier daneben. Dann will ich den da eigentlich auch nicht hinsetzen. Das ist ein Naturwunder. Ich könnte nach oben gleich weitersetzen. Wir könnten das auch so machen. Wir könnten hier einen Distrikt hinsetzen, ein Schmiedeviertel, dann nachher doch die mogulischen, die Mogul-Distrikte hier nach oben hin weiterbauen. Oder nach rechts rüber. Hier den 17er, hier einen hin und dann 1, 2,
Eventuell 3, 4 daneben, so machen wir das. Einmal hier hin, bitte. Hier vorne wieder hin. So. Wir wollten... Ah, da kommt schon einer und er will uns plündern. Das ist ein Trupp von oben. Ja, der kommt von hier. Also die müssen wir kurz killen. Und es gibt nur Ärger mit dem. Es gibt nur Ärger. 5 Bogenschützen, die erwischen wir. Wenn wir im Angriff sind, wenn die nicht den ersten Angriff haben, es geht nicht anders. Die müssen weg. Es gibt nur Ärger mit denen hier. Wir könnten einmal so angreifen. Ja, dann können die sich oben hinstellen. Wir müssen von unten nach oben dann angreifen. So würden wir auf gleicher Höhe angreifen. Zwar von einem Fluss aus teilweise. Wäre trotzdem besser. Arrow, danke fürs 18. Na? Auf dich. So, jetzt aber mal ein bisschen Leute abschlachten. Einmal von unten nach oben. Auf Fluss runter und Höhenlage mitnehmen und zack, weg mit dir. Wir greifen den an, da sind wir etwas erfolgreicher, weil so viele Leute um uns herum stehen, deshalb wissen wir, dass wir den erwischen. Ziehen schon mal eins vor. Das reicht aus, okay. Der hat schon. Die beiden haben noch nicht. Wir können auf den Fluss rauf, aber nicht weiterziehen. Einmal hier hin. Sind wir verwundbar, aber wir können auch sofort angreifen. Steht auf dem Fluss, ist damit auch empfindsam. Einer bleibt übrig und den können wir auch nicht angreifen, weil wir hier... Dann bleiben wir mal hier oben stehen. Der stirbt durch die anderen gleich. Will seinen Camp verteidigen. Dann darf er jetzt auch mal. Einmal da hinten durch die Kontrollzone kann man durchziehen. Er zieht eins zurück hierhin. Das nennt man, glaube ich, eine Umzingelung. Das sollte der Stärkste sein. So. Barbarencamp, Barbarentrupp ausgelöscht. Ruhm und Ehre für uns. 5 Leute um die Ecke gebracht. Spiel feiert uns dafür. Immer mehr Militaristenpunkte bekommen. Mehr als 44 Leichen, auf die wir stolz sein können. Dürfen erlaubt uns das Spiel nicht in dieser Epoche. Aber die restlichen Leute, die wir um die Ecke gebracht haben, merkt sich das Spiel als Heldentaten, die wir verbracht haben. Feige, irgendwelche Bogenschützen abgeschlachtet zu haben, die bei uns herumvagabundieren auf der Hoffnung auf eine Brotkante, die sie auf irgendeinem Bauernhof auflesen können, nachdem sie die Bauernfamilie abgeschlachtet haben. Aber das wird uns alles, das wird in uns erst angerechnet dann in der nächsten Epoche. Jetzt halt noch nicht. Aber es geht nicht verloren. Aber jetzt ziehen die nach oben, da kommen wir natürlich nicht mit. Das heißt, wir müssen jetzt... Oh, das ist gut. Die Maurier, die Pinken haben den Gelben den Krieg erklärt. Mit den Gelben hatten wir Krieg, die Gelben plündern hier vorne, die Pinken sind unser nächstes Ziel und jetzt sind die beiden miteinander im Krieg. Schwächen sich gegenseitig. Wenn wir Glück haben, ist Pink etwas erfolgreicher.
Weil gegenüber Pink haben wir sehr viel, schön viel Kriegsunterstützung. Gegenüber den Gelben noch nicht. Das heißt, gegenüber Pink können wir eher den Krieg erklären, hier zu sehen. Ne? Glück haben, sind die Pinken so erfolgreich, dass ihre Truppen sich bei den Gelben aufhalten. Da könnten wir in die Heimat einfallen. Aber es bleibt bitte unter uns, Leute. Psst. Bleibt bitte unter uns hier. Ist nur so eine Idee. Wenn zwei sich streiten, genau, bluten beide und WB lacht sich einen ab, Ast ab. Oder irgendwie so ähnlich heißt der Spruch, Titi, ne? Naja, ich glaube auch. So. Dann gucken wir mal. Dann ziehen wir mit denen. Jetzt haben wir die Wahl. Entweder hier oben. Ja, das mit dem Plündern muss warten hier. Mit der Religion. Das tut mich zwar leid. Aber ich will auf Nummer sicher gehen, dass das oben klappt. Ich will hier oben nicht geplündert werden. Obwohl, das ist ja Quatsch. Die Eisenmine haben wir am Handumdrehen wieder gebaut. Das ist ja vollkommen egal. Kommen wir, wer weiß, was, ob die Pinken die gleich nicht fertig machen. Wir lassen uns mal Zeit. Als nächstes plündern wir einmal hier vorne. Noch einmal einen Obelisk der Götter bitte fertig machen. In aller Ruhe religiöse Kunstwerke und Bodenschätze, Bauschätze, Baudenkmäler dem Erdboden gleich machen, ist doch mindestens eine so große Heldentat, als sich im Kampf zu messen, wo man eventuell bluten müsste. Bauwerke hauen nicht zurück. Also ich finde, das ist ein klügerer Gegner für uns. Plündert sie und brandschatzt sie. Krakeelt Squarefox im Chat. Und hier vorne, ah ja, hier wird die, apropos plündern und brandschatzen. Solange kann hier auch keine Stadt entstehen. Gott, ich habe mich völlig verklickt hier. Stabilität ist nicht so hoch, wie ich sie mir wünschen würde. Was habe ich denn gerade gemacht? Völlig verklickt hier. Ich wollte die zusammenpacken zu einer Armee. Hier vorne, wie sieht es mit den Braunen aus, mit den Netten? Mir geht's gut, danke. Dir nicht mehr lange. Also danke, danke. Sehr, sehr lieb. Vielen lieben Dank. Hilfsbedürftig, mag uns. Alles gut immer noch, ne? Keine Grolls, keine Krisen. Aus irgendeinem Grund wird er uns angezeigt, weil... Das haben wir schon angenommen, okay. Bevölkerungsabnahme in Mykene, ich weiß, das konnten wir. Da ist allerdings ein Trupp hier, glaube ich, entstanden. In einer Runde geht wieder einer drauf hier. Mittlerweile auch plus 50. Da entsteht der Schwertkämpfer. Ich glaube, den brauchen wir doch gar nicht. Wir erzeugen ihn mal trotzdem hier. Schwere Infanterie erforscht. Jetzt können unsere Armeen eine Runde größer sein und wir können Schwertkämpfer zu Großschwertkämpfern verbessern. Können auch, und das ist immer relativ teuer, 400 Ocken, das sollte man sich überlegen, auch wenn wir so viel haben. Vor allem der Unterhalt ist teurer. Die hier kosten nur 4 Gold jede Runde und die kosten deren 12. Was ich immer interessant finde bei jeder neuen Einheit, die man bekommt, die Frage, wie viele Bürgerpunkte verbrauchen die, wenn man die neu baut. Das heißt, wenn man einen Großschwertkämpfer erzeugt, dann verbraucht man schon 2 Bevölkerungspunkte. Wenn man den vorigen Schwertkämpfer sich geholt hat, nur einen. Das heißt, das ist eine, und das steigt sehr schnell an. Also die nächsten Einheiten sind immer mehr Bürger, die dabei verbraucht werden oder rekrutiert werden. Und das ist eine zusätzliche Motivation dafür, dass man seine Truppen halt mit Geld verbessert. Wenn man nicht so viel Nahrung zur Verfügung steht halt. Ne? Oh, eine dringende Angelegenheit kommt rein. Schmutziges Wasser. Der Fluss in Sparta ist von einem kränklichen Film überzogen. Er soll angeblich stinken. Männer und Frauen aus der Wirtschaft seien dafür verantwortlich, die von Schlachtabfällen bis hin zur Asche des Waffenschmieds und kaputten Karlauern alles in das ehemals kristallklare Wasser kippen. Viele Bewohner von Sparta nutzten eben dieses Wasser zum Trinken und Baden, was erklären würde, warum neuerdings vermehrt Menschen und auch Vieh erkranken. Das Volk hofft, dass ihr ihm helfen könnt. Doch die Händler und Kunsthandwerker
leisten Lobbyarbeit und befürchten, dass alternative Lösungen sie finanziell ruinieren könnten. Was ist wichtiger? Unsere Wirtschaft oder das Wohlbefinden der Menschen? Oder solche Gestalten wie Yoshimitsu, der sich als Lobbyist der Wirtschaft gerade in Twitch-Chat reinmogelt und 10 Abos verschenkt und wahrscheinlich mich ja irgendwie beeinflussen möchte. 10 Abos an Areandor, an Cormato, an Den Honk, an Captain Titus, am Whopper, an Aientech, Sardugumi, Old Pen Titus und an Enno Eyes. Yoshimitsu, vielen Dank. Bist du der Vertreter der Wirtschaft? Willst du das Ganze genehmigen lassen oder willst du was verordnen? Was schlägst du vor? Soll man 1000 Geld ausgeben, um reiche Ernte in Sparta zu bekommen? 15 Nahrung mehr in einer Stadt, die schon vor Nahrung berstet? Dann müssten wir die Betriebe ihren Abfall trotz möglicher Unannehmlichkeiten stromabwärts entsorgen. Oder sagen wir gehen voll auf Dreck. Wir reden hier über alles. Die Betriebe sollen ihre Angelegenheiten lieber selber regeln, solange sie ihre Steuern zahlen. Überproduktion, 17 Industrie mehr. Dann kann irgendwas Schlimmes passieren hier. Hier verändert sich nichts. Wesentlich in den Reitern. Ja, also hier würde ich lieber links. Also 1000 muss man sich schon überlegen. Also ich 5. Also wir können es uns leisten. Also 1000 Ocken können wir uns leisten. Und das Entscheidende ist für mich ja, Chancen, ein weiteres Story-Ereignis auszulösen. Das ist eher fies. Obwohl Yoshimitsu, der gerade 10 Abos verschenkt hat, meint, Produktion ist immer gut. Da ist der Vertreter der Wirtschaft bei uns im Chat. Leistet Lobbyarbeit und sagt, WB, du musst das genehmigen. Ab mit der Gülle in den Fluss. Hinterher spucken geht auch noch. Schmutzige Wäsche waschen, gerne. Hauptsache mehr Produktion.